Das ist doof mit alt. Ich hatte schon mal in einer anderen Folgen erzählt, ich habe auf alt 7 und alt 8 Aufnahme starten und stoppen. Das muss ich dann immer hier machen, ne? Ja, hilft nichts. Das wird mir aber noch ein paar Mal passieren. Naja, ist halt ein explosiver Start, ne? So, wir haben es mitten am Morgen. Und werden. Ach, warte mal. Wir können doch eigentlich. Können wir nicht schnell reisen? Hier hin? Ja, dann sparen wir uns mal 3 Meter. Und looten die nächste Stadt. Und hier haben wir bestimmt auch noch ein paar Sachen übersehen. Darum kümmern wir uns später, hier noch ein bisschen zu bauen. Wir werden erstmal in der Story weitergehen. So, kann das sein, dass der Hund, den wir jetzt auch Hund nennen, dass der gerade den Reifen um den Kopf hatte? Das sah eben im Augenwinkel so aus. Ups, Entschuldigung. Nice. Die sind so scheiße zu treffen. Der Junge hat Skill. Sehr gut gemacht. Rahim. Rahim. Ist hier noch mehr? Nope. Nein, ne? Ah, so ein. Wir brauchen unbedingt einen Sniper. Hat was gefunden. Was denn? Wie, hast du das jetzt gelootet? Hat er da. Hey. Du hast das einfach eingepackt. Freundchen. Ah, hast du schon gut gemacht. Conchi, wie lange machst du heute? Also ich denke mal so eine. Vielleicht eine knappe Stunde noch. Also bis um 18 Uhr plus minus. Machen wir uns mal ein bisschen Licht an. Und dann vielleicht heute Abend nochmal. Ja, das kann ich aber noch nicht versprechen. Und auch hier Fallout wird es immer mal offstream geben und vielleicht auch mal ohne Livestream. Und wird es dann auch entsprechend auf YouTube geben. Ich hoffe, die Musik wird hier nicht zu viel kaputt machen. Und wieder eine Haarklammer. Und eine Box sogar. Nice. Das Schloss kriege ich nicht auf. Nein. Und hier der Flaschenhändler. So, schlafen brauchen wir nicht, aber das sah so aus wie eine Haarklammer. Ist hier noch was? Nope. Flaschenkürbis werden wir später gebrauchen können. Und hier noch eine Blume. Sehr gut. So, in dem Haus. Ups, nix, ne? Nee. Concord. Eine Kiste zum. Nein. Keine zum Looten. Hier oben. Wir looten uns durchs Ödland. Oh. Bisse. Wir sind auch gleich dabei. Die ersten Action-Szenen hier. Ein Schirmständer. Wer braucht einen Schirmständer? Los. Safe, den wir bestimmt nicht geöffnet kriegen, oder? Einsteiger, doch. Da kommen wir ran. Auf YouTube habe ich gerade abonniert. Nice. Vielen Dank. Oh. Die war schon ein bisschen angeditscht. Mit dem zweiten. Ja. Golduhr, sehr schön. Impro-Pistole wieder. Sehr schön. Gut.
Dann haben wir hier alles. Instop. Warum habe ich denn das eben übersehen? Ich bin doch direkt hier daran vorbeigegangen. Zu viel Loot. Ich werde mal gleich zu den Schüssen gehen. Wir gehen mal ein bisschen taktisch vor. Wobei hier könnte man auch mal looten, ne? Der Hund hat einen Gegner. Ja, wir sind auch ziemlich weit weg. Wir gehen mal hier. Von rechts. Ich glaube, von rechts könnte man sich ganz gut ranschleichen. Schüsse werden lauter. Schwere Geschütze. Ja. What the? Wow. F5. Inventar. Essen. Zack. Das muss erstmal rein. Diese epische Musik. Molly. Kreuzschlüssel, Schlagring, Räderrüstung. Räder, Leder. Tja, was hast du jetzt davon? Ganz schön laut. Von der Musik noch in Ordnung, ja, ne? Ja, jetzt wird's auch wieder leiser. Vorsicht. Wird mir keiner rot angezeigt, das heißt, hier ist auch niemand. Und von The Long Dark mit dem Sturm. Und passt wunderbar, vielen Dank. Mach mal Licht aus. Really? Ja, dann lieber so, ne? Was für ein Kackwetter gerade. Oh, fuck. Wir müssen rein. Hey, hier oben. Auf dem Balkon. Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte. Ja, okay, wir gehen auch erstmal rein. Bei dem Kackwetter. Radioaktive Regen. Mit dem können wir gerade noch nicht so richtig was anfangen. Beziehungsweise haben keine Beteiligung. Nein. Ich sehe nicht. Oh. Hier stehen wir, scheiße. Aber wir wechseln mal die Waffe. Wir haben einen Laser. Pistole. Nach 30. Selber schießen ist besser, ja, habe ich auch gerade gemerkt. Nervig. Immer dieses Nachladen. Ich glaube, die bewahren wir uns später auf die Waffe. Die ist gerade noch ein bisschen anstrengend.
hektisch hier. Zelut? Zelut? Hau die nicht. Sag mal, was bist du für ein Stümper? Wir werden mal was essen. Zack. Zack. Wir essen mal zwei. Automatisch speichern, das ist immer gut. Okay. Mein Freund. Patrone, Molly wieder. Schöne Sackkapuze. Oh, ist aber gut gegessen, ne? War hier nicht. War hier nicht. Hat er mir hier gerade nicht Loot angezeigt? Ne, das war Hundi wahrscheinlich. Okay. Alles Roga. Impro-Gewehr, Patronen, sehr gut. Aber so viel haben wir jetzt auch nicht mehr. Von der hätten wir so ein bisschen was. Haben wir hier alles? Ja. Und? Das ist deine Schwester? So, kein Loot, kein Loot, kein Loot. Nichts weiter. So, entsperren Einsteiger. Wir können das wahrscheinlich. Mach das darüber. Terminal. Willkommen, hacken. Wähle mit Maus 1 ein mögliches Passwort. Und zwar, was immer viele gar nicht wissen, ist, man kann ausklammern. Und zwar, ich wähle mal 1, weil man kann Passwörter auch wieder zurücksetzen. So, guck mal hier, zwei Klammern. Tschuk. Versuche zurückgesetzt. So, und das ist immer so ein bisschen random, aber er löscht auch Sachen. Guck mal, pass auf. Tschuk. Falscheintrag entfernt. Denn ich schnalle nicht, wie man hier irgendwie auf die Buchstaben kommt. Das ist immer so mein Problem gewesen, deswegen musste ich mich immer so durchprobieren. Haben wir noch was zum Ausklammern? Ist ja Einsteiger, müssten wir eigentlich relativ gut hinbekommen. Ne, zum Ausklammern ist nichts mehr. Once? Nein. Treffer 2. Bin drin. Drin! Achso, warte. And rebuild. Okay, so, wir nehmen uns einen Fusionskern. Strom aus. Die Fusionskerne, die werden wir gleich noch brauchen. Ein Zementsarg, natürlich. Gehen wir gleich hin. Erstmal den Kollegen hier. Oh. Huch. Arm ab. Warte. Da oben müssen wir hin. Achso, Level up. Zack, zack. Level 10 und dann, wie gesagt, brauche ich nämlich erstmal nicht unbedingt immer instant ein Stimpack nutzen, sondern habe erstmal automatisch Zeit zu reagieren, wenn die Gesundheit zu krass fällt. Wir looten uns erstmal ganz zurecht. Wir haben ja noch den Hundi, der jetzt auch noch ein paar Sachen abnimmt. Lass mich vorbei.
Da unten ist noch. Wir suchen mal möglichst ordentlich vorzugehen, weil sonst geht man wieder an 27 Sachen vorbei und vergisst die zu looten. Gewicht müsste noch ganz gut gehen. Blackout Pit, moin! Ja, ordentlich Platz hier. Und unser guter Hundi kann ja auch noch ein bisschen was mitnehmen. So, hier waren wir. Dann gehen wir einmal hier weiter. Ich da noch was? Nein. Ich sag's dir mal, lass uns verdammt nochmal verschwinden, sonst werden wir noch erschossen. Sei nicht so ein Weichei, wir halten für die anderen die Stellung, wie man es von uns erwartet. Bist du taub? Da draußen ballert jemand alles zusammen. Ich sitze hier nicht rum und warte auf den Tod. Ich schwöre bei Gott, eine Bewegung in Richtung Ausgang und ich weide dich selbst aus. Jetzt halt dein Maul, sonst erlebst du... Auf einen Streich. So macht man das. Ich werde immer doch gegangen, ne? Ich hab's dir doch gesagt. Ja, jetzt ist es zu spät. Gut geworfen. Da, du bist nicht mehr weggekommen, ne? Lederkombi. Also wir haben auf jeden Fall hier schon irgendwie bessere Klamotten. Wo kommt eigentlich die Mucke her? Kann man die... So, den großen Feuerlöscher hier, der geht nicht, ne? Nee. Da geht's weiter. Ich komme rein und ich ziehe jedem einzelnen von euch die Haut ab. Komm schon, die gehen nirgendwo hin. Und wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Hörst du? Ich gehe mal spazieren. Aber ich komme wieder. Und dann seid ihr tot. Alleine gewesen? Nein. Oh, Hundi! Da ist er. Oh! Finde die festsetzenden Siedler. Oh ja, machen wir gleich. Geht los. Immer mit der Ruhe. Wir haben noch hier Sachen zu machen. Ja, komm doch gleich. Das ist hier so spannend gerade. Oh, ein Wecker. So schlafen wir doch. Kronkorn. Haarklammer noch, Mensch. Stell dir mal vor, das hätte ich alles da gelassen. Hätte ich mir nie verziehen. Der sieht so aus, als wenn er hiervon aufgespießt wurde. So, was mich natürlich ärgert, ist, dass der eine Typ da unten nicht. Naja. Moin! Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Nein, das ist es nicht. Ah, ich hätte auch auf die rote Flasche schießen können. Okay. Minutemen? Minutemen? Reise ich jetzt etwa zurück in der Zeit? Gott, die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Das war die Idee. Also habe ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Aber vielleicht. Alles fiel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Bitte, erzähl weiter. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Zuerst die Ghule in Lexington. Und jetzt diese Scheiße. Tut mir leid. Klingt hart. Gott, danke. Verdammt. Es ist schön, jemanden zu treffen, dem es nicht gleichgültig ist. Wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Nee. Aber wir haben eine Idee. Wer quatscht denn da im Hintergrund? Freundchen. Wird das reichen, um diese Wahnsinnigen aufzuhalten? Sturges, sag's ihm. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen.
Eine komplette, unbenutzte T-45 Power-Rüstung fürs Militär. Eine Power-Rüstung? Was macht diese Power-Rüstung so besonders? Ein internes Servosystem von Westtech. In dem Schätzchen ist super das neue Normal. Du bist stärker, zäher, immun gegen Strahlung. Und mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Das könnte funktionieren. Könnte funktionieren. Es wird funktionieren, wenn wir den Anzug reaktivieren können. Der hat keinen Saft, wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden, aber wir stecken fest. Doch eine Lösung. Also, wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK, einen Standard-Fusionskern, eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Dafür brauchen wir die. Damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und aber wir wissen, wo man eine findet. Das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Hab ich schon. Ich habe mir den Fusionskern schon geholt. Klar, Mann. Kann los. Profi. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Machen wir. Schafft einen Fusionskern, Haken. Abgeschlossen, beschafft ihr einen Fusionskern. Okay, so sieht's aus. Setz den Fusionskern in die Powerrüstung an. Machen wir gleich. Rodko Fun. Perfekt. Enthält das Holobahn-Spiel Automatic Command. Das nehmen wir mit. Oh, hier sind auch noch andere Sachen, die wir mitnehmen. Dirges. Alter, hol schnell deine Pizza. Wir müssen ja zwischendurch immer mal looten. Was ja, von der Story her. Kurz Luft. Vorsicht, Kind. Es kommt was. Und es ist wütend. Das wohl so. Zu dir komme ich auch gleich. Perfekt. Die Wahrnehmung wird dauerhaft um eins erhöht. Sehr gut. Warum? Das ist nicht fair. Das ist nicht. Hier quatschen wir auch gleich nochmal. So, loot. So, dann fangen wir mal hier der Reihenfolge. Ihr seid alle dran. Sturges. Jederzeit, Neuer. Ja, denn. Was? Schau mich nicht an, Neuer. Ich repariere nur Sachen. Sehr gut. Und wie geht's dir? Mama Murphy. Hey. Du bist nicht das, was Darkmeat in diesem Viertel normalerweise findet. Aber umso besser. Coca Joe, ich hab natürlich nicht gesagt, Alte, hol schnell deine Pizza. Nee, da hast du dich verhört. Dogmeat? Ist also dein Hund? Oh, er ist nicht mein Hund. Dogmeat heißt er. Dogmeat ist absolut eigenständig. Einen solch freien Geist kann man nicht besitzen. Er sucht sich seine Freunde aus und bleibt bei ihnen. So wie bei dir. Ich habe es gesehen. Du hast es gesehen? Das sind die Camps, Kind. Sie verleihen der alten Mama Murphy das dritte Auge. Ah, schön Drogen schlucken. Ich denken kann. Das ist unglaublich. Oder Auge? Was ist das dritte Auge? Ich kann ein bisschen von dem sehen, was war und sein wird. Und sogar von dem, was gerade ist. Habt ihr? Hau rein. Viel Spaß beim Einkaufen. Gerade sehe ich, dass etwas kommt. Angezogen von dem Lärm und dem Chaos. Und es ist wütend. Was sagte sie ja schon? Oh, das ist, glaube ich, so rot eingefärbt. Mal gucken, ob das klappt. Was ist es? Mama Murphy, ich muss noch mehr wissen. Bitte. Tut mir leid, Kind, aber ich weiß es nicht. Ja. Das dritte Auge sieht nicht immer klar. Aber glaub mir, ein Raider ist es nicht. Oh. Aber jetzt bin ich müde.
eine Idee. Und wenn ich mich nicht irre, hast du einen Auftrag zu erledigen. Ja. Boah, schickt die mich weg, oder was? Klar. Hey. Hey. Was ist los? Kommen wir jetzt hier raus? Ich kümmere mich darum. Alles in Ordnung? Wohl nicht. Okay, auf der Seite haben wir noch nicht gelootet. Oder? Nee, nicht, dass ich wüsste. Wann? Wann hätte ich hier looten sollen? Daniel! Moin moin! Mein Kühlschrank ist leer und das letzte Pizza, also sei bitte so lieb. Viel Spaß. Reptil, du könntest mir auch ein paar Sachen mitbringen. Das würde rein technisch sogar gehen, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Zumindest von der Entfernung her. Und Daniel, herzlich willkommen. Ah, Jutta, moin! Einen schönen guten Nachmittag. So, wir haben eine Power-Rüstung. Wir haben immer noch diesen Scheißregen. Machen wir kurz Licht an hier. Haben wir hier noch was übersehen? Wir steigen hier mal schnell ein. Denn mir wurde ja verraten, dass dieses schöne Ding vor Radioaktivität schützt. Und eine Waffe sollen wir uns noch schnappen. Die hier. Nimm mir die Feine in Concord. Hier oben. Bosch, hier oben ist jemand. Easy. Geile Minigun. Scheiß Wetter nur leider. So, wo sind die nächsten Gegner? Komm dran. So, das geht glaube ich nicht so gut, ne? Ah, da trifft er so gut wie gar nicht, glaube ich. Also getroffen hat er nicht. Oh, ich sehe gar nichts. Und scheiß Wetter. Nice. Warte mal. Ich wechsle mal kurz die Waffe. Natürlich mega weit weg. Mal gucken, treffen wir? Nee. Dafür werden wir aber auch fast nicht getroffen. Waffenwechsel. Minigun. 1000 Schuss haben wir noch. Aber die gehen natürlich auch gut schnell. Ja, kommt durch. Lichter. Daniel! Herzlich willkommen, moin moin! Vielen Dank für dein Follow, mein Lieber! Oh, der ist schon. Sehr gut. So. Habe das Gefühl, dass da hinten noch irgendwas ist. Da, kommen noch welche. So geil gemacht. Wen haben wir denn da? Moin! Ich bleib mal hier oben kurz. Hoffentlich kommt der her. Oh, haben die hier gleich noch Loot? Ich freue mich. Oh, aus der Entfernung triffst du mich? Du Sack.
ich habe nicht mehr viel Schuss. Level up. Da war doch gerade ein Tierchen. Ich werde sie finden. Langnallu, moin. Dein Ernst? Bist du da runtergesprungen? Hast du die Füße gebrochen? Oh. Eine Todeskralle. Wo kommen wir denn her? Ah, der hat natürlich Schiss, weil ich hier oben stehe. Wo ist, er hat sich wieder hochgebackt oder wo ist er jetzt? Hat die Sau sich echt versteckt? Nahkampf, Baby. So, was haben wir hier? Haben wir irgendwas, womit wir uns noch irgendwie verbessern können? Right away ist ein bisschen krass, aber wir haben noch zu Hause so viel. Dann werde ich erstmal einmal gucken, dass wir hier einmal komplett voll sind. Zack. Level up. Ich glaube, ich gehe hier auf nicht auf Langfinger, sondern hier, hacken. Ein Hacker. Wo sind sie hin? Ja, wir müssen runter. Der will in Nahkampf. Ist der echt dahinter stehen? Nicht zu sehen von denen. Steht dahinter die Drecksau? Habe ich keine. Scheiße. Der hat sich echt dahinter versteckt. Ich glaube, das ist ja. Warte mal. Waffen. Mollys. Geile Aktion. Nein, keine gute Aktion. Oh. Aua. Ja, mit der Nahkampfwaffe ist super. Back. Todeskralle! Todeskralle des Todes! Du erwisch ihn doch mal! Oh, oh, oh. Snipp weg! Nein, muss er auch nachladen. Come on! Down. Für so ein bisschen Loot. Also von der Todeskralle. Die Raider hier. Da werden wir noch ein, zwei Mal hin und her gehen dürfen, glaube ich. Schön die Mollys versaut. Alle weggehauen. Oh. Ich glaube, ich habe eine Schrotze eingesammelt. Hallo, Dogmeat. War uncool, ne? Für dich. Okay, wir haben ordentlich Platz noch. Und können aufgepasst. Ihm ja auch noch mal ein bisschen was rübergeben hier. Zack.
Wir geben dir erstmal den kompletten Schrott. Da brauche ich nicht drauf achten, da kann ich einfach so rübernatzen. Und die Minigun kann er eigentlich auch schon nehmen. Weil wir dafür keine Muni mehr haben. Und die wiegt, glaube ich, ordentlich was. Waffen. Minigun. Die brauchen wir nicht. Rübe. Schlagring brauchen wir auch nicht. Springmesser nicht. Ich strotze. Schönes Ding. Haben auch ein bisschen Munition für. Hier nicht. Okay, jetzt kann er nicht mehr. Kann er noch ein bisschen Kleidung zumindest. Ne, jetzt ist Schluss. Jetzt auch Dogmeat. Den Mist kannst du alleine sammeln hier. So, einmal einsammeln. Ich glaube, wir werden auch noch den einen oder anderen Raider, glaube ich, vergessen. Kann hier nicht welche? Da am Hund. Ja, der muss sich anstrengen, ja. Das ist. Aber er kann es ja tragen, ne? Und hier drin ist auch noch richtig Loot. Ich glaube, hier müssen wir nochmal her. Denn wir haben, ja, noch ein bisschen Platz. Aber wir beenden erstmal die Quest. Hier kommen wir nochmal her. Immer mit der Ruhe, Mama. Alles okay? Alles gut, Preston. Mach keinen Aufstand. Haben wir was wir essen können? Das Wasser möchte ich eigentlich nicht essen. Das hat alles hier Radioaktivität. Das ist ungekocht. Alles ungekocht. Ja, gut. Wir haben aber auch noch 13 Stimpacks, also so schlimm ist es jetzt nicht. Wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Und an dieser Stelle sind wir aber am Ende eines Streams angekommen. Ich sage vielen Dank. Erstmal für die Aufnahme. So, das müssen wir ja hier machen. Nicht, dass wir wieder eine Bombe hier reinwerfen.